zu einem neuen Video von mir. Ein weiterer Monat ist rum und das bedeutet, es gibt wieder meine Monatsfavoriten. Letzten Monat habe ich euch meine Beauty-Favoriten gezeigt und diesen Monat ist wieder ein bisschen mehr Lifestyle dabei. Ich verlinke euch das letzte Video aber nochmal in den Infos, falls ihr das verpasst habt. Und wenn ihr dieses Video seht, bin ich gar nicht in Deutschland, sondern in England im Urlaub und ich habe vor, dort ein oder vielleicht auch mehrere Follow Me Arounds zu drehen. Das heißt, wenn ihr Lust habt, die zu sehen, dann solltet ihr auf jeden Fall auf meinem Vlog-Kanal, auf meinem Zweitkanal vorbeischauen. Ich verlinke euch den nochmal am Ende vom Video und auch nochmal in den Infos. Das war genug des Intros. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Kategorie Beauty. Als erstes das Produkt, was ich auf den Lippen trage. Und den hatte ich auch in meinem letzten Video drauf, wo ich euch von meinem Tattoo erzählt habe. Und auch schon auf meinem Instagram-Bild. Ja, und ihr habt mich sehr viel gefragt, was ist das, was du auf den Lippen hast? Ich verrate es euch heute. Das ist ein Lip Liner von P2. Der Perfect Color Lip Liner in der Farbe 130 First Lady. Und das ist für mich, also ich finde, eigentlich ist es ja mehr so ein Herbstton, ne? Weil es so leicht bräunlich, mauve-bärig ist. Es ist nicht so wirklich Frühling. Aber ich finde das so schön, wenn man nur getuschte Wimpern und gemachte Augenbrauen hat und dann diese Farbe auf den Lippen. Für mich ist das halt so eine coole Alltagsfarbe, die aber eben trotzdem eine Farbe ist und nicht nur Nude, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Tragegefühl ist so ein bisschen trocken, also wenn ihr mehr auf so glitschige Sachen auf euren Lippen steht, dann ist das definitiv nix. Aber ich mag das mal ganz gerne, das ist halt mal so was anderes, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, das ist halt einfach wie ein Lip Liner, schon so trocken, aber nicht ganz so krass trocken, also so einigermaßen trocken. Was war das jetzt für eine Beschreibung? Ich hoffe, ihr versteht es trotzdem. Dann habe ich diesen Monat zum ersten Mal den Hype um den Essie Good To Go Überlack verstanden. Ich dachte mir immer so, warum? Warum gibt man so viel Geld für einen Überlack aus, wo der doch genauso viel bringt wie jeder andere Überlack? Aber irgendwie habe ich diesen Monat so meine Liebe zu dem entdeckt. Ich habe mir die Nägel in Rot mal lackiert gehabt und dann ist das so nach einem Tag oder so schon abgesplittert gewesen, weil ich zu faul für Überlack war. Dann habe ich den anschließend drauf gemacht, also habe ich nochmal drüber lackiert, ne, mit Farbe und dann den Topcoat drüber gemacht und die Nägel sahen aus wie neu. Und ich habe wirklich nur die Spitzen ausgebessert und ohne Überlack hat man es total gesehen. Und der hat das alles so gut verdeckt, dass die Nägel so richtig schön taufrisch aussahen. Sie haben jetzt auch nicht 100 Jahre lang gehalten. Also bei mir hält Nagellack einfach nicht so lange. Das Problem habe ich immer irgendwie. Aber der hat die wirklich richtig schön gemacht. Also wenn ihr auch so das Problem habt, dass euch das schnell absplittert, ihr wollt es aber nicht komplett neu machen, ihr wollt die Farbe noch ein bisschen drauf lassen, kann ich euch wirklich empfehlen, einfach so die Spitzen so ein bisschen auszubessern, dann nochmal eine Schicht von dem drüber und dann sehen eure Nägel wieder komplett perfekt aus. Ich habe diesen Monat außerdem meine Liebe zu Rosenwasser entdeckt. Eine Freundin hat mir aus ihrem Marokko-Urlaub so ein kleines Fläschchen mitgebracht und ich benutze das jeden Abend. Ich schminke mich ganz normal ab oder je nachdem, wenn ich nicht geschminkt bin, dann halt nicht, wasche mein Gesicht und anschließend gebe ich ein bisschen Rosenwasser auf ein Wattepad und fahre mir damit nochmal übers Gesicht. Erstens mal riecht das unwahrscheinlich gut und zweitens mal macht das die Haut so frisch. Meine Haut ist sowas von schön erfrischt, also das holt nochmal halt so das Letzte aus den Poren raus, habe ich so das Gefühl. Und meine Haut ist jetzt irgendwie so gut wie schon ganz lange nicht mehr und ich denke mal, dass auch das Rosenwasser dazu beigetragen hat. Das könnt ihr im Internet bestellen, ich kann euch gerne mal einen Link raussuchen, ansonsten bekommt ihr das auch in irgendwelchen asiatischen Shops oder bei einem Inder oder so. Und das letzte Beauty-Produkt ist Babyöl. Das hier ist jetzt von Johnson's mit Aloe Vera. Ich habe das auf Teneriffa gekauft, weil meine Haut da irgendwie total merkwürdig war und seitdem benutze ich das immer nach dem Duschen und manchmal auch nochmal zusätzlich, bevor ich ins Bett gehe, wenn ich so das Bedürfnis nach irgendwas habe. Und ich mag Babyöl so gerne. Ich habe das früher ganz viel benutzt von... Was war denn das? War das BB? Penaten? Penaten war es, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, die Haut fühlt sich danach so schön weich und gepflegt an. Und das riecht so gut. Es gibt im DM eins, weil ich weiß nicht, ob es das hier in Deutschland gibt, aber es gibt eins, so ein grünes von Babylove. Darauf schwören meine Freundinnen. Und das riecht auch richtig, richtig gut. Also wenn Creme nicht so wirklich euer Ding ist und ihr noch so ein bisschen weichere Haut haben wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall Babyöl sehr ans Herz legen. In der Kategorie Food habe ich diesen Monat nur einen Favoriten. Schokolade. Ich kannte die schon, ich kenne die schon ewig, diese Schokolade. Also das ist diese Aldi-Schokolade, Schokör, Erdbeer-Joghurt. Manche schreien jetzt wahrscheinlich I, aber ich liebe so Schokolade. Ich liebe auch Joghurette und Rittersport mit Erdbeer und so. Und ich habe wieder diese Schokolade so sehr für mich entdeckt. Also diese Packung ist schon leer, das ist schon halb leer und mein Nachkauf sozusagen innerhalb von einem Monat
weiter geht's mit Lifestyle. Und da habe ich diesen Monat diese Invisibobble Haargummis absolut vergöttert. Ich habe ja den Hype darum nie verstanden. Ne? Ich habe nie verstanden, warum holt man sich so komische, bunte Gummihaargummis. Habe meine ganz normalen benutzt. Habe dann irgendwann mal diese hier vom H&M gekauft. Also diese in diesen ganzen Neonfarben. Und die sind echt richtig gut. Also ihr müsst gar nicht diese Originalen kaufen. Ich hätte die auch nicht, hätte ich die nicht geschenkt gekriegt. Und die sind dieses Prinzip ist einfach so cool. Ich benutze nur noch diese Invisibobble Haargummis. Die halten so gut in meinen Haaren und man kriegt eben nicht diese Zopfknicke. Also wenn man sich so einen Zopf macht und die dann aufmacht, dann hat man dieses... Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr längere Haare habt. Und aber warum ich die total gerne mag, das muss ich euch jetzt mal zeigen, ist etwas, was ich immer mache. Und zwar, wenn ich meine Haare gewaschen habe und geföhnt habe und so, dann sind die halt einfach platt. Und dann zwirbel ich sie mir einfach hoch in einen Dutt und lasse sie dann einfach so ein bisschen. Und dann kann man die, wenn man das dann ein paar Stunden später rausmacht, hat man einfach solche Locken, also solche Wellen. Also jetzt sind sie natürlich gerade noch ein bisschen verwurschtelt, man muss das dann natürlich richten. Aber das sieht einfach dann so cool aus. Und die ziehen sich halt, also die Originalen ziehen sich relativ schnell wieder ziemlich gut zusammen, wenn sie noch ein bisschen neuer sind. Diese von H&M, die sind dann halt schon so ziemlich loppelig und dann muss man die ein bisschen liegen lassen, bis die sich so wieder zusammengezogen haben. Dann habe ich im März das Laufen wieder für mich entdeckt. Was heißt für mich entdeckt, ist ein bisschen zu viel gesagt. Aber ich wollte wieder so ein bisschen mehr Sport machen und habe damit Laufen wieder so ein bisschen angefangen. Und am Anfang fand ich es total schrecklich. Aber das Coole ist, dass man einfach so schnell einen Effekt merkt. Und dadurch macht es dann auch relativ schnell wieder Spaß. Und ich bin erstmal mit meinen ganz normalen Nike Frees gerannt. Und das ist aber nicht so gut, weil die nicht so eine richtige, keine Stütze im Prinzip haben. Und mein Fuß, der tendiert dazu, ein bisschen nach innen zu knicken. Deswegen habe ich mir diesen Monat Laufschuhe gekauft. Das sind welche von Asics und zwar die GT 1000, wie auch immer. Und die waren sogar reduziert, weil der Laden zugemacht hat, was sehr praktisch war. Also ich glaube, ich habe nur, ich weiß gar nicht, ein paar 80 Euro, glaube ich, gezahlt, was, finde ich, für einen Laufschuh ziemlich gut ist. Und die sind so bequem und dadurch geht das Laufen so viel einfacher. Also wenn ihr plant, laufen zu gehen und das jetzt auch wirklich regelmäßig machen wollt, dann kann ich euch wirklich empfehlen, geht nicht in Chucks oder in irgendwelchen Nike Frees oder Air Max oder sowas laufen, sondern holt euch wirklich Laufschuhe, mit denen seid ihr wirklich besser bedient und ich bin richtig, richtig froh, dass ich mir die zugelegt habe. Dann was in der Kategorie Lifestyle, was ich sonst eigentlich nie mit in meine Monatsfavoriten aufnehme. Und zwar möchte ich euch gerne eine YouTuberin empfehlen. Ist nicht so, dass sie noch ein kleiner Kanal ist oder so, aber ich wollte sie euch einfach gerne ans Herz legen, weil ich sie diesen Monat so unglaublich gesuchtet habe. Und zwar rede ich von Mirella vom Kanal Mirellativ Egal, falls ihr sie nicht kennt. Und ich habe diesen Monat wirklich die ganze Zeit nur ihre Videos geschaut. Also echt immer, wenn ich Zeit hatte, wenn ich auf irgendwas gar keinen Bock hatte oder so, um mich abzulenken, um meine Zeit zu vertrödeln, was auch immer. Ich habe immer nur ihre Videos geschaut. Und es ist einfach sowas von genau mein Humor. Und es hat so viel Spaß gemacht, ich habe so viel gelacht und ich war so gut entertained und deswegen wollte ich es einfach mal in einem Monatsfavoritenvideo erwähnen, weil es wirklich diesen Monat so meine große Liebe war, Mirella. Nein, okay, das war jetzt übertrieben, jetzt wisst ihr Bescheid auf jeden Fall. Und noch ein bisschen Musik. Und zwar habe ich diesen Monat eine Spotify-Playlist rauf und runter gehört, die sich absolut akustisch nennt. Gebt das einfach mal in der Suche ein, weil das sind so Akustikversionen von verschiedenen Liedern. Und da sind richtig, richtig schöne Lieder drauf und so auch relativ aktuelle. Und die wird halt auch immer so aktuell gehalten, so ein bisschen. Und das, lief einfach rauf und runter. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die denn? Steht das da? 4 Stunden, 40 Minuten, 76 Songs. Und mein absolutes Lieblingslied im Monat März von dieser Playlist oder auch so generell war 4-5 Seconds von Rihanna, Kanye West und Paul McCartney. Dieses Lied lief bei mir auch hoch und runter. Ich habe ständig einen Ohrwurm davon und ich finde das einfach mega schön. Ja, also da könnt ihr ja mal reinhören, falls ihr das noch nicht kennt. Und dann war es das wieder mit meinen Favoriten für diesen Monat. Schreibt mir in die Kommentare, was diesen Monat euer Lieblingslied war. Und gebt diesem Video einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Darüber freue ich mich natürlich. Und ansonsten war's das jetzt. Ja, schaut bei Mirella vorbei, habt einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und mein momentanes absolutes Liebling, genau mein Humor. Humor ist, das ist mein Humor. Wenn ihr dieses Video seht, nee.
Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall auf meinem Vlog. Da solltet ihr vorbeischauen. Kategorie Beauty. Zuerst mal was. Und diese moving Lippen und keine Ahnung. Und ich habe so einen Lip Liner nicht gehabt und musste mir diesen Monat so ein. Alter, was ist los bei dir, Marie? Und das riecht so gut. Oh mein Gott. Das ist auch so ein typisches YouTuber-Ding, ne? Oh mein Gott. Chaoten-Video.